Willkommen zurück bei Dragon Quest Monsters und ja, ich habe zwischen den letzten Mal und diesem Mal ein bisschen rumfusioniert. Nichts vom Team hat sich verändert, keine Sorge, bei Teamveränderungen machen wir zusammen. Ich habe tatsächlich einfach nur sehr, sehr viel Monster, die wir in Massen so hatten, gerade so ältere Monster zusammengepuncht, nur um ein paar neue Monster zu erschaffen, die ich so nicht bisher angetroffen habe. Weil die Monster, die ich antreffen habe, kann ich auch wieder antreffen und wieder fangen. Ne? Und vielleicht kriege ich dann auf diesem Wege auf Dauer mehr Optionen. Sonst habe ich trainiert natürlich auch gleichzeitig, dass das Team wieder stark wird. Wir haben ja ein bisschen rumfusioniert auch zusammen. Und sonst eigentlich nichts natürlich, weil ich sollte auch nichts verpassen. Wir haben letztes Mal ja ein bisschen Story mitbekommen. Und heute haben wir noch ein ganzes Gebiet zu erkunden, wo wir nur ganz kurz reingeschnuppert haben. Ich habe hier nochmal geschaut jetzt bei den Fusionen, die ich jetzt mittlerweile machen kann. Und da ist mir der Pelzprimat aufgefallen. Und ich dachte erst, ja, nee, Stuhle soll ja Magier bleiben. Dann habe ich aber gesehen, der Pelzprimat ist gar nicht mal so schlecht in Sachen Weisheit. Das heißt, Stuhle könnte auch mein erstes D-Monster sein, so wie er damals mein erstes E-Monster war. Den Hornflügel habe ich vorher zusammen fusioniert bei dem Rang F-Monster, wie gesagt. Aber das wäre eine schöne Option, würde ich sagen. Der Galgenreiter hier, dachte ich auch kurz drüber nach, aber ich finde Hikis momentane Form sehr geil. Und der Galgenreiter ist eher wieder so ein Verwirrungstype und das ist mir zu spezifisch. Also ich würde noch eine Fusion machen wollen jetzt einfach. Und zwar einmal die von Stulle, dass er seine nächste Stufe erreicht, sag ich mal. Und dann machen wir direkt weiter. So, er soll Magier bleiben, das ist mir wichtig. Ich habe hier immer alles in Gritz gedonnert, weil ich irgendwie gehofft habe, dass wir irgendwann mal Grutz lernen. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Punkte in den Zauber gepackt habe. Das ist mir überhaupt ein Rätsel. Nicht ganz ehrlich, aber habe ich nun mal. Wir werden Gritz auf jeden Fall übernehmen, denke ich. Also wir könnten hier auch Atmen übernehmen, das machen wir nicht. Kayona kann mittlerweile mit Flammenmodifikationen und dem, was ziemlich gute Attacken sind. Aber wir können hier natürlich den Blendungsblocker übernehmen, weil der ordentlich Weisheit und MP bringt. Das ist gar nicht so schlecht dann. Gut, beschädigen wir die Eltern. So, wir könnten jetzt Superschurke mitnehmen. Das sind aber eher so physische Angriffe und Schwächungen. Wobei auch zwei passive Fähigkeiten kommen. Nicht schlecht. Aber ich würde, glaube ich, gerne, wie gesagt, Gritz mitnehmen. Blendungsblocker. Nehme ich dann Fauch doch noch mit. Und ich könnte auch Schwarzkünder oder Stadtgritz nehmen, aber Gritz ist, glaube ich, jetzt einfach sinnvoller für mich. Ich nehme, glaube ich, einfach noch zusätzlich dann Fauch noch wieder mit. Okay. Dann beginnen wir die Folge mit einer ganz netten Fusion, unserem ersten D-Monster, wenn ich mich nicht irre. Der Pelzprimat. Der neue Stulle. Und dann gucken wir mal weiter, was das neue Gebiet noch so alles bereithält. Da kann ich mit auch wieder viel rekrutieren. Ich meine, jetzt, wo ich so viel fusioniert habe, macht das für mich sowieso nochmal Sinn, wieder eine Rekrutierungsrunde zu nehmen. Um mir einfach wieder möglichst viele alte Monster zurückzuholen. Es ist halt nur leider manchmal so ein bisschen nervig, wenn man nicht weiß, was man schon hat und was man gerade nicht hat. Muss ich mal ein bisschen gucken gehen. Vorher. Gut, das reicht mir an Fusionen. Come again! Okay, gut. Ich hoffe, ich bin noch in dem Gebiet, dass ich einfach rausgehen kann. Müsste aber eigentlich. Das Team ist gerade optimal eigentlich so. Stulle muss erstmal leveln jetzt. Und die sind gerade alles schön hochgelevelt, sodass wir ein bisschen mitmachen sollen. Und mitmischen dürfen auch. Vergesse ich gerade irgendwas? Nee, ne, sonst war nichts. Das haben wir, glaube ich. Ich habe bis auf Miri, ne? Sie ist die einzige, die da für mich noch nicht auf diesem Status ist. Ja, sie ist die einzige, die noch F ist. Alle anderen sind E. Nee, Marzipan ist auch noch F. Okay, mein Fehler. Also alle bis auf Marzipan und Miri sind bereits E. Oder mindestens sogar, also in einem Fall sogar D, weil wir jetzt haben einen D-Affen dabei, ne? Hätte ich auch hier oben bei denen einfach locker sehen können. Gut, also sie sind alle Rang E, D, E und zwei Fs noch. Aber momentan sehe ich noch keine coole Fusion, die für Marzipan machen möchte, wo ich sage, das macht Sinn. Und Miri ist momentan zu gut, so wie sie ist. Da muss schon echt was kommen, was das toppt. Okay, es hat sich mittlerweile hier eine andere Jahreszeit ergeben.
Die Dinger kennen wir schon. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit dem Erkunden wird. Das sieht nämlich sehr, sehr unübersichtlich alles aus. Durch die ganzen Schrottberge und so weiter. Diese komischen Bäume existieren die nur in dieser Jahreszeit, weil diese deutlich auf der Karte markiert sind. Das sind geradezu ungewöhnlich, würde ich sagen, dass es so grüne, große Bäume gibt auf dem Schrottplatz. Oh, Schatten. Ich habe einen Schatten, habe ich bis heute noch nicht rekrutieren können. Aber der wird hier noch schwerer sein, weil der auf hohem Level sein wird und wir hier den Lokalmatador noch nicht besiegt haben. Das kannst du also vergessen. Ah, die haben gerade noch schnell einen Automat drin. Ich muss schnell raus. Beim Trainieren ist es natürlich ganz praktisch. Ne? Oh, nicht Insta-Kill. Gott sei Dank. Hiki ist momentan super stark. Also, er hat halt diese ganzen Hieb-Attacken, die alle Elemente abdecken. Er kann also immer Schwächen ausnutzen, volle Kanne. Und er ist auch stark genug dafür. Und er ist ja auch noch tanky, ne? Das ist echt krass. Also an der Rüstung, die wir da momentan haben, würde ich noch ziemlich lange festhalten wollen, weil die echt gut ist. So, Schulke geht seinen ersten Level hoch, das ist gut. Hier bekommen wir einen Samen, die ich immer noch sehr sparsam zurückhalte. So, die Schatten würde ich jetzt ab jetzt ehrlich gesagt am liebsten meiden. Jetzt, wo ich weiß, dass die Insta-Kills zaubern, weil ich bin kein Fan davon, geinsta-killed zu werden. Der ist das schon. Okay, hier scheint gerade nichts zu sein. Dann sollten wir mal nach oben gehen, ne? Wir haben zwei Wege nach oben. Wir gehen jetzt mal den Weg nach oben. Aber hier oben ist gar nichts drauf. Wow. Also hier hätte man gerne einen Schatz verstecken können. Hätte ich jetzt nicht nein zugesagt. Eine Meise wieder, ja. Mein Level müsste ganz okay sein momentan. Mit meiner Fronttruppe. Oh, die Kanoniere. Die habe ich schon mal zum Spaß fusionieren können. Jetzt sehe ich hier zum ersten Mal auf dem Feld. Also kannst du mir erstmal auch kämpfen sehen. Kommt mal her. Kanonenknirps hießen sie, genau. Schafft ihr locker. Denke ich doch. Es ist so mächtig. Es ist wirklich mächtig. Also bei Hiki muss ich ganz vorsichtig sein, wenn ich da mal fusioniere, dass ich dann wirklich eine bessere Version aus ihm mache. Weil irgendwie ist gerade dieser Elementarschläger ziemlich gut. Den möchte ich nicht verlieren. Okay. Da hinten ist ein Schatten, den finde ich nicht so Premium. Der nervt mich eher. Okay. Da haben wir Stahlmeisen. Wir haben ja keinen Stern, wo wir hin sollen bisher, ne? Interessanterweise. Aber doch wohl Stern. Das kommt immer noch zwischendurch, wo man Ni No Kuni gespielt hat. Na, natürlich suchen wir keinen Stern. Den roten Punkt da hinten. Da war irgendwo ein Gegner, den ich nicht gesehen habe. Da war eine rote Truhe gerade, die hab ich ein bisschen gefesselt. Ah, okay, da ist ein Geistschatten bei. Da würde ich jetzt gerne Befehle geben, weil den sollten wir möglichst erst töten. Wenn wir den töten können, bevor er seinen Zauber macht, ist mir das lieber. Kann ich nicht jetzt auch schon die Schwächen sehen, rein theoretisch? Das ist unfassbar, wie viele Fähigkeiten die hat. Aber der ist jetzt schwach gegen Flammenhieb. Das heißt, ich weiß, ich kann Flammenhieb machen. Da machen wir auch auf jeden Fall Flammenmodem, weil wir wissen, dass zumindest er recht schwach dagegen ist. Okay. So, jetzt witzig, nachdem sie Flammenmodem und diesen Kaltmodem hat, sind ja auch die alten und Deme komplett überschrieben worden. Die habe ich gar nicht mehr. Was okay ist. Udeme sind halt eine wirklich recht gratis, also nicht gratis, eine recht günstige Option, Schaden auf alle Gegner zu machen, der gleichzeitig elementar ist und der nicht abhängig ist von der Weisheit der Kreatur. Also eigentlich wäre das eine bessere Fähigkeit für ja, entweder einen physischen Single-Target-Hitter oder generell einen Tanky-Boy, diese Udeme machen zu können. Also auf Kayona weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber wir wissen ja nicht, was ich aus ihr irgendwann fusionieren werde. Also vielleicht wird sie irgendwann etwas werden, was tankiger ist. Und dann kann sie diese ganzen Udeme übernehmen. Momentan ist es ganz praktisch, dass die Udeme immer so früh raushauen kann, weil sie momentan so ein schnelles Monster ist. Weil das Sterben geht da ganz oft, bevor sie drankommen, ne?
Ist auch gar nicht so verkehrt. So, die erste Truhe, die ich hier finde. Drei starke Arzneien. Wir haben fast Herbst. Da wird sich hier wieder einiges ändern. Da ist es schon soweit. Ah, ich will am liebsten gar nicht so schnell zu dem Punkt, wo ich hin soll. Wie machen wir mal die Karte hier auf? So nicht. Ja, guck mal, hier ist gut die drei Schichtschleime. Aber ich glaube, von hier aus macht es gerade nur noch Sinn, dass wir da mal hingehen, wo wir reingehen sollen. Jetingen. War ich hier schon oben? Die Liege ist irgendwo hoch, sagt das Spiel. Ah ja. Dann gehen wir da erstmal hoch. Warum hört die Musik gerade auf? Ist das hier im Herbst so? Dass der Herbst so ruhig ist? Finde ich ein bisschen unheimlich. Okay, ich bin nicht ganz sicher, weswegen ich hier überhaupt hochkommen kann. Aber vielleicht... Vielleicht ist das Ding in, vielleicht im Winter? Dass es so eine Schneeschleuder ist? Oh, hallo! Ha, die gibt es mittlerweile auch hier, das ist ja cool. Das ist cool. Tut mir das Feld hier weh auf dem Boden? Das sieht zumindest so aus, wie man nicht mal da reinlaufen, mal nicht da reinlaufen. Okay. Scheint fast so, dass im Herbst diese Stromsachen angegangen sind. Aber die blockieren mir jetzt eher den Weg, oder? Ich laufe da mal rein. Es tut mir nicht weh. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass mir das Schmerzen zufügt, aber tut's nicht. Dann habe ich keine Ahnung, was das überhaupt bringen soll. Obwohl, das kann ich wahrscheinlich hier lang, was ich vorher nicht konnte oder so. Und hier ist immer eine Truhe. Oh nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Das ist eine Fresskiste, das ist keine Truhe. Mies, mies. Das sieht nicht aus wie eine normale Truhe. Ich frage mich, ob ich es trotzdem versuchen soll. Ich meine, ich habe gerade nicht viel zu verlieren, ne? Wir versuchen es mal. Aber das ist auf jeden Fall keine normale Truhe. Das war eine normale Truhe? Warum sah die denn so anders aus? Ich war mir echt sicher, das ist jetzt eine Fresskiste. Das hat mich jetzt wirklich überrascht, bin ich ehrlich. Das sieht nicht gesund aus, Spiel. Ja, danke. Lass dich bitte runterfallen. Besser als in der Luft festhängen. Achso, das ist auch, unten steht auch extra noch Strom, ne? Hier ist das extra nochmal eine Sache, die wetterbedingt ist. Aber das ist der einzige Bereich, wo das anscheinend hier passiert. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Jetingen rein. Das macht Sinn. Ist ja wahrscheinlich die Stadt hier. Es gibt ja meistens eine Art Stadt. Dorf. Siedlung. Wie auch immer. Und natürlich leben hier Yetis in Jetingen. Man hätte sich denken können. Check that out. Listen up, folks. Barbatos's army will be back to steal our food again soon. None of us want to starve, but we are powerless to resist them. Oh, it seems we have visitors. What's your name? I see. I'm Howie, the elder here. What brings you to our little village? We're trying to topple the big hitter around here. Oh! Well, you certainly showed up at a good time. The individual you seek is Percival, the captain of Barbatos's army. His goons have been ransacking the local villages and killing anyone who opposes them. Ah! Ah! Mommy! Daddy! Our village is on its last legs. But if we could strike first, just maybe.
If you're looking to take down the big hitter, we should fight together. What do you say? Warum nicht, ne? Thank you. The army operates out of the watchtower near our village. Let's rendezvous at the top of the tower. We'll make our way there shortly. Listen to me, friends. Today, we overthrow our oppressors. Ich meine, einerseits kann man sich ja fast nicht ernst nehmen, aber die Situation ist ja ernst, vor allem wenn der Kleine da wegen seiner wahrscheinlich getöteten Eltern da in Tränen ausbricht. Gehen wir jetzt mit dem Brunnen, denn der enthält meistens schöne Sachen. 100 Goldmünzen. Das ist ehrlich gesagt ein Witz. Also wirklich ein Witz. Aber gut. So, rasten will ich auf jeden Fall hier. Wo ist das Bett? Die haben auch immer wieder kreative Möglichkeiten zu schlafen hier. Gemütlich sehen sie aber nie aus. Willkommen in unserer Herberge. Möchtet ihr bei uns Rast machen? Ja. So, damit sind wir schon wieder vollständig geheilt. Ich würde kurz im Itemshop schauen, ob da irgendwas Neues hat. Katschonk, ich wurde verdroschen auf den Schrottplatz geworfen, aber Winnie hat mich gefunden und hierher gebracht. Klonk, ich verdanke ihm, dass ich noch lebe. Darum werde ich auch kämpfen. Klick. Ja, okay, ich zeig's mir deine Waren. Katschonk, willkommen im Kramladen, Pieps. Kaufen, klick, verkaufen, klick, klack. Verkaufen wahrscheinlich erst recht nicht und kaufen wahrscheinlich auch nicht, ehrlich gesagt. Okay. Damit kann man wieder Gegnern Schaden zufügen. Ich nutze das halt gar nicht. Ich kann nicht behaupten, dass ich hier bisher irgendwas Sinnvolles gesehen habe in den Geschäften. Ich bin mal gespannt, ob das Geld jemand mal brauchen werde. Aber es kommt bestimmt irgendwann der Punkt im Spiel, wo ich wünschen würde, ich hätte mehr Geld. Also mal gucken. Ich bin ein Seltener. Ich bin zufällig hier gelandet, aber der Ort ist mir ins Herz gewachsen. Geld hin oder her. Für dieses Dorf werde ich kämpfen bis aufs Messer. Willkommen in der Bank. Wie kann ich dienen? Einzahlen. Ich habe nämlich, wie ich gerade sehe, wieder ziemlich viel Kohle. Und die würde ich gerne einzahlen, falls es doch immer nützlich wird. Wir freuen uns bald, euch wieder begrüßen zu dürfen. Weil ich brauche sie gerade eh nicht, aber vielleicht irgendwann. Und dann kann ich sie nicht verlieren, wenn ich mal besiegt werden sollte. Das wäre wünschenswert. Willkommen in Jütiven, der Heimat der Schneesträuche. Wenn wir alle Fofammen halten, werden wir Fischer überleben. Wir glauben daran, dass der Gott, der vorne vom Himmel auf über uns wacht. Aber es ist nun schon vor lange gewölkt, dass ich mich manchmal frage, ob unser Gott uns verlaufen hat. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ja, wir haben die Quest angenommen, alles cool. Gut, sonst gibt es hier in diesem Dorf aber nichts mehr. Außer einen geheimen Gang. Mit einer Mini-Medaille. Sehr schön. Und einem Wechselwürz. Hey, du fliehst stark aus. Oh Mann, wenn wir deinen Monster mit meinem Paaren, dann Wahn finden. Wir könnten gemeinsam das stärkste Monster aller Feinden erschaffen, wie Werf. Das erinnert mich gerade daran. Bei meinen Fusionseskapaden habe ich tatsächlich auch eine Möglichkeit gesehen und auch genutzt, diesen Kugelkaktus herzustellen. Wir sollten also unbedingt nochmal zurückkehren. Wie dem Kugelkaktus. Was möchtest du am liebsten haben? Ich wusste, wir würden Pufaren kommen, wenn du mir Alpho einen Kriegskröte bringen könntest. Das wäre aufgezeichnet, aber wenn du nicht willst, wollen wir auch mal vielleicht wollen wir aufrecht fein. Strümpfen wir uns in Vergnügen. Kriegskröte, ist das das, was Tarativa vorher war? Er hat eine Schwingenschleiche dabei, was ziemlich cool ist. Ja, ich glaube, da würde ich schon warten wollen auf die Kriegskröte. Wenn das die draußen ist, die da rumläuft, kann ich sie eh mal locker rekrutieren. Das wäre ja absolut kein Thema. Seine Schleiche ist ein F-Monster tatsächlich nur, aber so eine große, interessanterweise. Wenn ich da hier was verbinden will, mal. Ist das eine Kriegskröte? Ah, siehst du, hier sieht man es schon leicht. Das ist eine Kriegskröte. Und wenn ich eine Kriegskröte mit ihm verbinden werde,
die auch groß, das wäre es ja perfekt, ne? Dann wird wahrscheinlich ein großes Monster dabei rauskommen. Wir haben immer noch kein großes Monster, außer ihn, den ich nie benutzt habe. Aber ja, es ist offensichtlich, dass das einzig wirklich Lohnende, was ich hier sehe, wo wirklich das Warten auf die Kriegskröte wäre. Hier gibt es etwas Interessantes, aber nee, ich will die Rüdrüstung unbedingt behalten. Die ist viel zu nice. Mir ist auch gefallen, dass manchmal Monster, wenn man die fusioniert, dass die so leuchten. Das heißt, dass es ein besonders gutes Ergebnis ist. Was das genau heißen soll, weiß ich doch nicht. Oder was es genau bringen soll. Nee, also ich denke, da warten wir auch immer drauf, dass wir sehen können, was er sich vorstellt, was wir machen wollen. Verstehe, na komm wieder, wenn du deine Meinung änderst. Wow, Babatoff hat mir meine Eltern weggenommen. Ich kann Fee nicht zurückholen, aber ich kann für unser Dorf kämpfen. Ich werde nicht hier hüpfen und abwarten. Mein Gott, ich frage mich, ob ich das normal lesen soll, sitzen und abwarten, damit ich es besser verstehen kann. Oh. 5 Goldmünzen, wow. Es tut mir fast leid, jemanden seine 5 Goldmünzen hier zu klauen, weil Gold brauchen wir wirklich gar nicht. Wow, das war wirklich Secret, das war nicht mehr auf der Karte verzeichnet. 3 Prisen Schwächungssatz. Ich frage mich, wie oft ich schon Orte vielleicht übersehen habe, die nicht auf der Karte verzeichnet sind, wenn ich das hier so sehe. Huh, interesting. Okay, wir wissen, was wir tun sollen. Wachturm, da ist die Feindfraktion. Da wollen wir hin. Oh, das ist eine große Hiki-Rüstung, wa? Alter Schwede. Oh, die haben Schleim. Die sind Schleimritter. Die sind sehr cool, ehrlich gesagt. Okay, wir sind auf der anderen Seite rausgegangen, natürlich. Damit überspringen wir viele Bereiche, das ich gar nicht will. Deswegen geht erstmal wieder hier runter. Hier ist ja auch Strom angegangen, ne? Ist das noch irgendwie nutzbar für mich oder eher unangenehm? Hier darf ich jetzt gar nicht durch wegen dem Strom, okay. Ich gehe jetzt aber hier unten lang. Die Kriegsröte kann ich besser rekrutieren, wenn wir hier durch sind. Mit dem Gebiet, das dann leichter wird. Wenn ich den Matador besiegt haben sollte. Ich versuche dann eine große zu kriegen, aber ich glaube nicht, dass ich das so einfach kriegen werde. Weil ich habe bis heute nur ein Monster bekommen, was offensichtlich groß ist. Alle anderen, die ich gefangen habe, waren immer klein. Ich denke, mein Monster muss schon sehr groß auf der Map angezeigt werden, dass es als groß gilt. Aber ich fände es schon irgendwie mal cool, ein großes Monster zu haben. Einfach nur aus Test. Was bist du denn? Dich habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Stiefelhopser, natürlich. Oh, wir haben gerade ein neues Monster fusioniert, ne? Ich habe den Text noch nicht gelesen. Aber ich habe noch daran gedacht. Gott sei Dank. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, besiegten die beiden. Das war ja auch kein großes Thema. Aber ich glaube, 22 ist immer noch ein sehr starkes Level, weil das ist ungefähr das Level, was wir auch hatten, als wir das andere Gebiet gemacht haben, wo wir die 3 Hunde besiegen mussten. Die 3 Wächter. Okay, ich wollte jetzt kurz eben ins Monster-Lexikon die neue Fusion, die wir nutzen für Stulle, eben nachlesen. Den muss ich natürlich erstmal finden. So ein ruhiges Gebiet hier. Das ist irgendwie fast schon unheimlich. Es ist schön zu sehen, wie viele Monster ich noch nicht gesehen habe. Freut mich noch mehr zu entdecken. Ich hoffe, ich bin noch nicht über ihn hinweggegangen in meiner Blindheit. Ich befürchte es aber ein wenig. Ne, da ist er. Gut. Der Pelzprimat.
Ihr silbiges, vereistes Fell verleiht diesen affenartigen Monstern einen Hauch von Klasse. Es ist außerdem überraschend saugstark und kann umgekippte Getränke im 0, nichts absorbieren. Wow. Ist das irgendwie ein Wischmob oder so? Wischmob-Primat? Okay. So, hier ist noch Elektrizität. Das sollten wir dann, glaube ich, nutzen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Aber vielleicht steht dieses Gebäude nur, weil es gerade Strom gibt. Und man kann hier nur hochlaufen, weil es Strom gibt. Wenn dem so ist, dann soll ich das auf jeden Fall nutzen. Weil hier oben ist eine Schatztruhe, die man wahrscheinlich sonst gar nicht erreichen würde. Vermutlich. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Hier hinten ist auch noch so ein Ding, ne? So ein Stromding. Und gerade haben wir Stromwetter. Ich sollte da eigentlich ganz schnell hin. Das nutzen, denke ich. Weil es ist bald Winter und dann ist das Wetter mit Sicherheit vorbei. Komme ich da irgendwie fix hoch? An der Seite? Das sieht gut, das sieht springbar aus, ja. Super, weil hier ist auch noch eine Truhe, die wir auch wahrscheinlich nur bekommen, solange dieser Stromkram an ist. Isolationsamulett. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Gerade hast du ja eh nichts in der Hand. Zickresistenz. Ja gut, es wäre natürlich aufgrund des Dungeons sehr gut vorstellbar, dass es hier in starken Strom heiß hergehen wird. Ich würde dir aber gerne trotzdem wieder das Fauchding geben, was du, glaube ich, vorhattest. Für den Fauchboost. Ich dachte, du hättest das gehabt. Hast du gar nicht. Na dann. Doch hier. Fauchprofi. Da er jetzt theoretisch noch Fauch kann, ne? Warum nicht? Zickresistenz ist nicht uninteressant. Was bringt das denn sonst noch? Nichts. Doch, logischerweise bringt es auch noch Abwehr, weil ich verliere keine Abwehr, wenn ich das ändere. Das heißt, ich könnte ihm einfach eine Zickresistenz geben. Zusätzlich zu seiner normalen Abwehr, die er sowieso schon als Booster hat. Das macht Sinn, das machen wir. Wir können also stark davon ausgehen, dass der Boss hier vielleicht Zick nutzt. Wobei ich letztes Mal auch gedacht habe, dass der Boss Wasser nutzen würde. Und das war dann nicht so, weil das war dann so ein komischer Golem. Ich will mit so einem Ritterschleim besiegen. Die sind schon cool. Interesse daran hat, mal ein großes Monster zu bekommen. Momentan finde ich die Vierergruppen eigentlich immer interessanter, weil ich so mit mehr verschiedenen Monster nutzen kann. Ne? Aber vielleicht gibt es jemanden Monster, die ich so cool finde, dass ich davon eine große Version haben möchte. Ich frage mich, ob alle Monster rein theoretisch groß sein können oder ob es halt nur gewisse Monster gibt, die groß sein könnten. So kommen wir sogar an dir vorbei, ne? Das will ich aber, glaube ich, gar nicht. Oder? Oh, warte mal. Er ist eigentlich so groß, er könnte der Boss des Gebietes sein, ne? Stimmt. Wetten, er ist der Boss. Gut, dass ich nicht gegen ihn gekämpft habe. Ein Teil von mir hat nämlich gedacht, aha, das ist bestimmt nur so ein Torwächter, den man einfach durchdringen muss. Und da müssen wir nämlich eigentlich hin. Aber das stimmt wahrscheinlich gar nicht. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich wirklich der Superboss hier. So wie im ersten Gebiet der Zyklop. Und dann wäre das ein Riesenfehler gewesen, den anzugreifen. Oh, hallo, du Zumentsack. Dann wäre es ein Riesenfehler, den anzugreifen. Würde mich ja vernichten. Stimmt, lass mir schön in Ruhe. Umso cool, dass wir schon so einen haben. Das ist ein Zahnsack, okay. Sah für mich mehr nach Zement aus, was aus dem Maul rauslief, aber gut. Starker Abgang, was ist das? Angriffsbonus, Abwehrbonus, Fingerbonus, Weisheitsbonus, dafür stirbst du oder was? Ich frage mich, ob das eine passive Fähigkeit ist, dass wenn man stirbt, dass man noch jemanden voll bufft. Das wäre gar nicht so uncool. Wolkenkätze und Sansa, da gibt es viele, viele neue Monster. Manche von denen habe ich fusioniert, manche noch nicht. Das ist gut, da kann ich nämlich schön nachher rekrutieren gehen. Da freue ich mich schon drauf. Aber ich muss sowieso nochmal richtig hart rekrutieren jetzt. Aber dann müsste ich auch sehr viele Optionen haben. Hier kann ich jetzt durch, weil das nicht mal unter Strom gesetzt ist, ne? Nice. Und da ist auch gleich eine Truhe. Noch nicer. Ein Stück Rauchfleisch. Hilft beim Rekrutieren natürlich. Habe ich noch nie so... Ich benutze zwischendurch die kleinen Sachen, ja. Aber die guten Sachen spare ich mir einfach irgendwie auf. Wenn da mal wirklich Monster kommt, die ich unbedingt haben will, dann kann ich dann entsprechend mit dem Zeug arbeiten.
Es sind natürlich auch andere Orte gewesen, wo ich jetzt wahrscheinlich hin kann, weil das nicht mehr unter Strom steht. An euch darf ich mal eben vorbei. Ich habe die Wolken, sind jetzt was Neues gekommen, sind in die Säcke. Oh! Und du! Klopsiger Drache, komm mal her. Der Heißluftdrache, den können wir dann auch rekrutieren hier, sehr schön. Ich meine tatsächlich, ist ein Eindruck zu bekommen. Oh ja, stimmt. Andere Sachen, die ich noch gemerkt habe. Wenn man fusioniert, diese goldenen Fusionen sind, glaube ich, immer Fusionen, die man machen kann, bei denen zwei Monster zusammenkommen, die dadurch einen höheren Rang erhalten, als sie vorher hatten. Die meisten Fusionen erbringen nämlich keinen höheren Rang so einfach. Das ist seltener, als man denkt. War zu mein Eindruck, ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Was mir aber auch aufgefallen ist, was noch viel, viel wichtiger gerade ist. Ich hatte beim Rumfusionieren der alten Monster auch teilweise ganz, ganz alte Monster vor der Flinte. Dazu gehört zum Beispiel auch das Skelett, was wir damals angeworben haben. Im, ja, ich nenne es mal zweites Gebiet, dieses, ne? Erste Unterweltsgebiet. Und dann ist mir aufgefallen, wow, warum ist dieses Skelett Level 19? Ich habe das mit Sicherheit nicht auf Level 19 trainiert. Auf Level 10 vielleicht, ja, aber niemals 19. Und ich glaube tatsächlich, also ich glaube nicht, ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil ich das erst getestet habe, die Monster scheinen mitzuleveln, selbst wenn du sie nicht dabei hast. Ich denke mal nicht im selben Maße oder so, aber sie leveln irgendwie mit. Das heißt, du musst gar nicht extra Monster mitnehmen und dann mühsam leveln, hier, weil der wirklich gehen wollte. Damit sie fusionierbar werden. Du kannst sie einfach in der Koppel lassen, dann werden sie irgendwann trotzdem das Level steigen, was sie brauchen, um halt fusionierbar zu werden. Das ist sehr, sehr praktisch. So, ist hier irgendwas oder ist hier überhaupt nichts und ich hüpfe hier umsonst rum? Weil ich sehe hier gar nichts. Und wir konnten jetzt nur hierher, weil der Strom aus ist, aber ich sehe hier nichts. Was es wert wäre, hierher zu kommen. Das ist bedauerlich. Steckt hier noch irgendwas hier oben vor mir? Nö. Vielleicht übersehe ich es auch, aber ich sehe hier gerade nichts. Na gut, dann bin ich sonst hier zurückgekommen, was soll's. Aber ja, also die scheinen so passiv mitzuleveln. Ohne, dass man irgendwas tun muss, was ziemlich praktisch ist. Also die Sache ist, jetzt komme ich jetzt eigentlich noch an dem großen Typen vorbei. Weil ich habe den Weg nicht mehr, den ich vorhatte, weil wir haben eine andere Jahreszeit. Beziehungsweise keinen Stromsturm gerade. Ich hoffe mal. Ja, wir können von hier aus einfach da hoch. Ja, da unten ist die Sicherheit der Superwächter. Den will ich nicht bekämpfen. Der wird mir eh den Hintern aufreißen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Warum nicht? Ich sollte vielleicht trotzdem mal checken. Auch wenn ich jetzt nicht sicher weiß, ob ein Zig-Boss kommt. Ob ich gerade Leute in der Gruppe habe, die zig schwach wären. Muss ja nicht sein, ne? So, du hattest keine Elementarschwächen. Genau. Nur eine Verwirrungsschwäche. Der Stammbaum. Der wird irgendwann auch mal überschrieben dann, oder? Wenn ich nochmal fusioniere. Oder wird er noch weiter nach oben gehen? Oder kann ich jetzt nicht mehr fusionieren? Das wäre erschreckend. Das rauszufinden. Ne, also du hast keine Schwäche gegen... Du hast Schwäche gegen Wind. Aber stark gegen Blitz. Auch wegen der Immunität, die du jetzt ausgerüstet hast. Das ist gut. Du hast auch keine Schwäche gegen Blitz. Bist du auch stark dagegen? Wilke hat noch eine Schwäche gegen Blitz. Also Wilke wäre vielleicht nicht der beste Kandidat, wenn hier ein Bossfight kommt. Gut, wie sieht es denn mit den anderen aus? Nee, ich war noch nicht fertig, ehrlich gesagt. Sind da noch Resistenzen bei? Marzipan. Nutzt ja selber Blitz, macht sogar Sinn. Schule wäre auch schwach. Dann sollte ich sie vielleicht mal nach vorne nehmen. Falls hier doch ein Blitzgegner kommen sollte, dann sind wir da auch automatisch gut aufgestellt. Was es mit automatisch zu tun hat, müsst ihr mich jetzt nicht fragen. Da oben ist da noch eine Truhe? Das Gefühl, da oben eine Truhe zu sehen, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Nee, das ist eine offene Truhe, da war ich schon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt hin. Das Tor ist fest verschlossen. So sehr du auch daran zehrst und rüttelst, es will einfach nicht aufgehen. Okay. Wo wollten wir uns nochmal treffen? Schneemännchen? Ich hab's vergessen. Dort ist noch ein Item. Viele Drakos. Okay. Stehe ich gerade auf dem Schlauch, weil ich nicht das Richtige tue? Sie die Karte aufmachen.
Da oben an der Seite war ich zwar noch nicht, aber ich glaube nicht, dass mir das viel bringen wird. Aber ich gehe da nochmal hin. Allein schon aus Entdeckergründen und Erkundungsgründen wäre das sinnvoll, da nochmal hinzugehen. Aber vielleicht mussten wir die auch woanders treffen. Ich werde davon ausgehen, dass der Punkt, der rot leuchtet, auch der Punkt ist, wo wir uns treffen. Aber das ist natürlich nicht gegeben. Ein Kampf hier und da ist auch nicht schaden. Sleepy time. Kein Thema, aber vielleicht reicht es ja für ein Level-Up bei jemandem. Bei drei Leuten sogar. Supi. Ja, hier sind ziemlich viele. Eine Sache zum Aufsammeln. Das ist wahrscheinlich nur ein schöner Stein oder sowas. Nichts, weswegen ich da runterrennen sollte. Ein paar Heulkräutchen. So, welches Frühling? Dann haben wir auch alle Jahreszeiten, glaube ich, schon gesehen, weil ich glaube, letztes Mal waren wir am Anfang im Frühling hier, oder? Oder war das damals Winter? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte echt, dass die jemand angehen würde und ich dann rüberfliegen könnte, aber dem ist wohl nicht so. Vielleicht sollen wir da hin, das würde ich jetzt sogar glauben, aber mal gucken. Sonst muss ich ihn vielleicht doch nochmal im Dorf ansprechen, das war bisher eigentlich nie nötig, aber... Wobei, hier geht's ganz gut hoch, vergiss das ein Seiteneingang, von dem er mir wahrscheinlich erzählt hat und ich habe wieder so gut aufgepasst wie eine Kartoffel. Das sieht sehr gut aus, wir sind nämlich jetzt mehr oder weniger drin, ne? Alles klar. Das ist so ungewöhnlich, dieses Gebiet hier, finde ich für mich, keine Ahnung. So ein Dragon Quest. Eine Mini-Medaille, schön. Ich weiß gar nicht, ob wir schon wieder genug haben, um irgendwas mal einzulösen, ich sollte mal wieder zurückgehen. Habe ich die für 5 Medaillen schon eingesammelt? Die erste habe ich gemacht, das weiß ich, aber 5 glaube ich noch nicht und die müsste ich schon locker haben. Da schläft einer, aha. Da wird auf dem Wachdienst geschlafen, weil? Na, schlaf mal ruhig weiter. Bist wahrscheinlich eh unterbezahlt, untergeschätzt. Ja, das war der Weg rein. Und hier ist ein Ritterrüstungstyp. Den nehmen wir auch noch mit, aber ich will erstmal hinten kurz gucken, ob da hinten eine andere Ecke noch was ist. Der Frühling beginnt. Und oh, da kommt schon ein Windtyp wieder angeflogen. Scheint aber nichts mehr zu sein, ne? Ne. Immer wieder Musik. Bitte Rüstung machen wir aber noch platt. Komm her. Du hängst gerade eben ein bisschen fest, ich erlöse dich auch mit deinem grausamen Schicksal des Festhängens. Die ruhelose Rüstung. Schafft ihr. Ihr seid alle mächtig. Da müsste auch der letzte noch aus der Gruppe, der aktiven Gruppe, Level steigen. Umso besser. Weil ich ja stark davon ausgehe, dass wir erst einen Dungeon durchqueren müssen, bevor wir einen Bossfight sehen. Dann betreten wir mal die gute Wachturmstube. Jo, Dungeon, Gegner, alles klar. Ich speichere gerne manuell, mache ich direkt mal. Und dann schaue ich noch mal kurz, wie das gerade eigentlich ausschaut. Man sieht mal wieder, wie schnell die Leute nachleveln. Ne? Ich meine, ich glaube, Agent, Tiki und Kayona sind alle fusionierte Monster und Marzipan nicht, also in jüngster Zeit nicht fusioniert. Und die sind alle für 23 und sie ist nur ein Level höher. Ne?
Also das Nachlevel geht recht fix. Gut, ich wollte jetzt ganz kurz wegen Begabungspunkten schauen. Lohnt sich das wieder? Stulle sollte man mal gucken mit 75, macht ja auch Sinn. Ich würde immer, auch wenn du jetzt Fauch... Ja gut, Fauch sollten wir können, weil wir haben Fauchboost drin, aber sonst würde ich weiterhin schauen, dass wir endlich nach Grutz kommen. Und wir kommen zu Grutz. Das ist unser erster Medium-Zauber. Und das ist in diesem Fall Finsternis. Okay, dann würde ich sagen, hier gibt es keine Weisheit mehr. Das heißt, das Wichtigste hat er ja schon. Also würde ich fast sagen, wir hauen jetzt einfach die Punkte hier hin, dass er auch noch Zischel lernt. Hat er nämlich zwei starke Elementarzauber. Das ist, was er haben soll, möglichst. Okay. Eierköpfe kennen wir auch schon. Ich muss mal da hinten gucken, ob da eine Truhe liegt. Das könnte halt sein. Wahrscheinlich nicht, aber gucken möchte ich wenigstens. Nö, da ist nix. Oh Gott, das war ein bisschen zu viel gewollt, glaube ich. Schon okay. Eyebox. Kein Thema. Hier hatten wir auch noch die Eyebox. Ich kann hier so viele neue Monster rekrutieren und auch teilweise Monster nachrekrutieren in diesem Gebiet. Das wird sich sehr lohnen. Ich freue mich schon, den Lokalmutator hier zu besiegen. Da ist eine Truhe. Die ist versteckt, aber gut zu sehen. Eine weitere Mini-Medaille. Plötzlich gibt es die öfter und häufiger. Ja, wir sollten auf jeden Fall nochmal zurück und gucken, dass wir auch die mal wieder einlösen. Also auf der To-Do-Liste ist einmal Mini-Medaillen checken. Ist es eine neue Form von diesen fliegenden Magiern mit einer anderen Farbe? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich guck mal eben kurz. Und den Kaktusboy, wo sind denn, ne? Ne, Zwinker, das sind die alten, nur auf dem hohen Level. Er ist so tanky. Ein Schaden physisch. Gut, die haben kaum Power, ne? Aber magisch machen die auch kaum Schaden bei ihm. Und trotzdem haut er so einen guten Single-Target raus, weil er einfach die Elementarschwächen von allen ausnutzen kann, wenn sie welche haben. Super gut. Und eigentlich ist er immer noch in der Lage, Gegner auch super zu debuffen, ne? Das ist ja nicht verloren gegangen. Bei ihm werde ich mir Zeit lassen. Den werde ich lange behalten. Weil der ist momentan so gut, den will ich nicht verändern. Ich müsste eh die meisten Sachen vererben. Also die Veränderung wäre nur stat-technisch sinnvoll. So, Wundermittel. Komm mal her. Du kleiner Eyeborg. Sparen wir uns mal den Kampf gegen dich, okay? Vielleicht muss ich nur da oben hin. Ah, ich glaube, es geht noch sehr hoch hier. Nur da oben hin von wegen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hoher Turm. Da ist eine Leiter, die ich runter muss. Shit. Yeah. Ah, die nächsten Kämpfe nehme ich, glaube ich, lass dann wieder raus. Mittlerweile haben wir, glaube ich, die Gegner auch alle gesehen hier. Die bringen keine Erfahrung mehr, die Gegner hier. Also die Kämpfe machen kaum noch Sinn. Ich bin auf einem sehr guten Level, da muss mir keine Gedanken machen. Es geht nur hier runter, oder? Nee, warte mal kurz. Habe ich irgendwo was übersehen? Nee. Ah, da ist eine große Leiter. Ja, ich soll hier runter und dann die große Leiter hoch. Okay. Ich habe verstanden. Aber da drinnen könnte eine Truhe versteckt sein. Ich muss gucken. Ist ja sogar ziemlich naheliegend. Ja, hier ist eine drin.
Und down ist der Gegner. 400 Goldmünzen ist doch mehr als 100 aus dem Boden, aber ehrlich gesagt immer noch ein ziemlicher kleiner Packen Geld, verglichen mit dem, was ich schon auf der Bank liegen habe. Aber gut. Was für eine unangenehm lange Leiter. Etage 2 haben wir erreicht. Ein flüssiger Übergang in Etage 2. Boah, ist die eklig lang. Das ist ja unangenehm. Okay, das haben wir jetzt. Schön. Und da geht eben gleich wieder eine runter. Wird sich doch verarschen. Wow, hier ist gar nichts. Ich dachte, dass hier noch eine Truhe oder sowas versteckt, aber hier ist wirklich nichts. Ne, nee, hier ist die Leiter. Da muss ich erstmal gucken auf der anderen Seite, ob noch irgendwas ist. Nee. Bleib mal da schön auf Patrouille. Du schläfst, das ist gut. Lass dich nicht stören. Da ist eine Truhe. Das sieht schon wieder aus wie eine Truhe, die auch eine Festkiste sein könnte. Ist es aber nicht. Muss ich was am Pult machen? Das ist die Frage, ne? Ich mach ihn mal weg. So, kein Problem. Und können wir das Ding bedienen? Nein, okay, das war so wirklich nur Background. Aber sicher, sicher. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt die Leiter darunter. Nicht diese hier, sondern die andere. Bin schon ganz oben hier drinnen, ne? Oh Gott, nein, da habe ich mich in den Fall locken lassen. Nochmal eine Kampf zusammen, ist okay. Da hat mich die Patrouille doch noch erwischt. Passive Chance, die man schon nutzt, um vielleicht zu betäuben. Was eine ziemlich coole Sache ist, weil sie sich keine Runde kostet. Ne? Ist halt ein extra Versuch. Keine Aktion dafür nötig. Hinten ist der Teleporter. Alles klar. Ich habe am Eingang gar keinen gesehen, ehrlich gesagt. Habe ich hart übersehen. Aber ist ja nicht schlimm. Hauptsache es gibt einen. Sicherheitshalber aktivieren werde ich ihn auch wieder. Das ist mir einfach lieber so. Du schläfst? Nee, du bist wach. Das ist schlecht. Warten wir kurz die Patrouille da ab. Wenn ich mich jetzt rumlaufe, kriegen sie mich auf jeden Fall. Okay. Ich versuche jetzt vorausschauend zu laufen. Bisher läuft das eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Truhe übersehen. Ich habe versucht, immer hier in jede Ecke zu schauen, außer die jetzt rechts, aber da konnte ich nicht reinschauen so schnell. Aber ich denke, ich habe schon recht viele Truhen hier gefunden. Das haben wahrscheinlich die meisten, ne? Kann ich von hier oben nochmal da hingucken? Ja, da war nichts. So, den Teleporter aktivieren wir fix. Ist wahrscheinlich nicht nötig, ich tue es aber gerne. Falls sich dadurch der am Eingang doch erst dann aktiviert, wäre das halt besser. Auch wenn ich mal backtracke oder so. Dann müssten wir auch schon direkt vom Boss sein, ne? Ist ja meistens so. Bin mal gespannt. Aber ich mache mir keine Sorgen. Die 300 haben wir besiegt und wir sind auf einem Level, wo wir kaum noch Erfahrung bekommen. Und meine Truppe ist eigentlich auch ziemlich stark. Also ich bin mir meiner Sache ziemlich sicher, auch wenn die Bosse letzter Zeit ein bisschen schwerer werden. Ich glaube, der letzte Hund war übler. Shit. Tja, so nicht, meine Freunde. Überwachungsdeck. Da drinnen wird garantiert ein Bossfight stattfinden. Und hier vorne ist nichts mehr. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. So, will ich nochmal kluge Heilung benutzen? Ich glaube schon. Kostet Kayona noch ein bisschen Mana, aber ich glaube, Kayona wird im Bossfight eh nicht ewig draußen sein. Oh, hier fängt der Kampf an. Wow.
Ich habe mich kaum bewegt. Schön, dass meine Yeti-Freunde jetzt auch da sind, um meinen Stahlamsel da. Intruders! Oh, eine ganze Gruppe von starken Monstern. Calm yourselves. My name is Percival. Prithee, state thy business here. You took my mummy and daddy! Entführt jetzt? Okay, ich war mir nicht sicher, weil vorher hieß es, habe ich das Gefühl gehabt, die wären tot gewesen, nachdem was gesagt wurde. Dann war ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil da Tuck sagte. Und jetzt wird Tuck sogar mit entführt übersetzt, was dann auch wieder eine andere Sache ist. Also keine Ahnung. Percival! Your reign of terror has come to an end! So, tis battle thou seekest. Then oblivion awaiteth, as with all who have ever opposed me. Charge! Here they come! You take care of Percival, and let us worry about the others. Na gut. Good luck dabei. In the name of Lord Barbatos! Gut. Wie ausgeht den Anführer? Knarzival. Agent. Gucken wir erstmal kurz, ob Schlaf funktioniert. Nein, natürlich nicht. Gift wahrscheinlich auch nicht. Ja, ist ja meistens so. Kann man ihn blenden? Tatsächlicherweise ja. Dann versuchen wir eine Blendung. Ich muss auf jeden Fall debuffen. Als erstes am besten die Angriffskraft von den Gegnern. Weil der sieht nach einem physischen Boy aus. Tanky und physisch. So, du? Könntest exhalieren, damit der nächste Odemangriff mehr Schaden macht. Mach einfach mal zum Spaß. Lähmung ist ja auch immun gegen. Er ist schwach gegen Blitzangriffe. Das ist sehr, sehr, sehr gut für Marzipan. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Worum bist du besser? Zaubern oder angreifen? Minimal im Angreifen. Gut. Es könnte aber sein, dass Zaubern hier besser ist. Ich teste mal beides aus. Krass, ihre Zick-Zauber kosten nur ein Mana. Das muss eine Fähigkeit von mir sein, dass ihre Sachen so billig sind. Na, mach mal. Himmelsspalter. Okay, das war übel. Das hat funktioniert, sehr gut. Was ist jetzt wichtig, dass es funktioniert? Hat nicht funktioniert, das ist ärgerlich. Ich versuch's gleich nochmal. 42, okay. Nein, nicht kämpfen. Oh, ich bin so doof. Der Odin hat gut Schaden gemacht wegen dem Exhalieren, aber es war trotzdem doof. Das passiert jetzt viel zu oft. Irgendwann sterbe ich deswegen nochmal. Drei Leute gesilenced. Aber wir können auch Blitzsieg machen. Blitzsieg macht ein bisschen weniger Schaden bei ihm. Also ich gehe mal davon aus, dass er einfach eine höhere Abwehr hat. Und magisch mehr schadenempfänglich ist dadurch. Deswegen macht Blitz halt mehr. Aber jetzt kann ich nicht mehr zaubern, deswegen bringt mir das nichts. Das ist sehr ärgerlich. Das heißt, ich kann ihn auch nicht mehr debuffen. Ja. Blitzsieg können wir trotzdem noch machen. Das wird also noch ganz gut nützen. Kayone würde ich dann auswechseln. Für mehr physischen Schaden. Ja. Und der Rest bleibt erstmal so. Ich meine, er nutzt offensichtlich keine Form von. Stimmt, er nutzt keine Form von Zaubern, glaube ich. Also hole ich wirklich einfach rein, weil die Schwäche gegen Blitz ist irrelevant hier. Dann habe ich noch ein bisschen mehr physischen Schaden. Dann haben wir Blitzhieb und mit drei Leuten einfach draufhauen, bis ich wieder Ensilence bin. Das hoffe ich. Ich könnte eigentlich zumindest Hiki Ensilence, das wäre es wert, wenn ich dafür ein Item habe. Ich würde gerne nicht das Wundermittel verschwenden. Habe ich nicht das Normale dafür? Anscheinend nicht. Na gut, dann werden wir wohl ein Wundermittel verbrauchen. So, Wilke.
Er kann auch mal jemanden richtig schön buffen durch Energieschub, ne? Das wäre, glaube ich, ziemlich mächtig auf Hiki. Das macht er erstmal. Nee, Quatsch, nicht auf Hiki. Mm-mm. Weil Hiki ist noch debufft. Obwohl kann er in der ersten Runde nicht, ne? Weil ich kann ihn erst heilen, nachdem... Also die Heilung trifft erst ein, nachdem ich ihm einen Befehl gegeben habe. Gut, dann macht er das trotzdem jetzt. Hiki. Hiki macht dann einen ganz normalen Angriff. Ne, er kann auch Hiebe machen. Elementschwächen. Flamme stark. Wind sehr stark. Wir wissen der Blitz, ne? Also Blitzhieb. Sie könnte mit Klingenbrecher ihn auch debuffen. Stimmt. Fast vergessen. Und du machst einfach Blitzhieb. Gut. Kämpft. Dann Erich wieder debuffen. Falls Sonic es hinbekommt, Klingenbrecher die Angriffskraft zu senken von ihm. Das mit dem Sandstaub von Agent hilft schon sehr, ne? Falls er es hinbekommt, kann ich gleich auf Defense Debuff gehen. Na gut, ist unwahrscheinlich, dass es klappt, ich weiß, aber Hoffnung war da. Ja, er ist langsam als Hiki gewesen, das habe ich nicht bedacht, der mit. Dann gib mal bitte Miri auch einen Energieschub, die wird nämlich auch konstant angreifen. Dann versuchen wir noch einmal, tatsächlich die Abwehrkraft zu senken. Aber wir haben mit Miri eh eine Chance, die Angriffskraft zu brechen. Und bei dir mache ich noch einen Angriff, damit wir die eher zurückziehen wollen, weil du den Schaden schon genommen hast. Daneben, sehr gut. Oh, toll. Direkt wieder gesilenced worden. Das kann nicht sein. Ja gut, ich merke schon, ich brauche nicht mit Zaubern zu arbeiten. Zauber verhindert. Das kostet mich eine ganze Runde jetzt sogar. Mit zwei Aktionen dieser Runde. Ja. Nee, ich werde es nicht mehr riskieren, das ist zu riskant, dass er mich vorher wieder stylen, dass ich dann keinen Angriff rauskriege. Das heißt, wir werden hier rein mit physischer Macht kämpfen müssen. Aber Marzipan konnte eine Runde drinnen bleiben, weil sie hat gerade keinen Schaden genommen. Wow. Hat Klingenbrecher funktioniert gegen ihn? Zwischendurch? Ich habe es nicht beachtet, weil das war sehr viel weniger Schaden. Und er hat auch einen Debuff auf sich drauf, ne? Also hat es wohl funktioniert. Und das war's schon. Gute Arbeit, Team. Da hat wahrscheinlich Klingenbrecher funktioniert, oder? Er war ja Debuff durch irgendwas. Das ist eine schöne Stange Erfahrungspunkte. Mittlerweile fühle ich mich auch ein bisschen bereiter wieder für die Arena, so langsam. Die andere Arena muss ich auch mal gucken, ob die nicht mittlerweile einfacher wäre. Mal gucken. I had not anticipated this. Marines Prestige auf dem unteren Rang des Kreises der Unnachgiebigkeit steigt. Also mit der anderen Arena meine ich halt die in der Unterwelt, ne? Ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht sogar leichter wäre als die in der Oberwelt, nenne ich es jetzt mal nochmal. Yippie! We're the winners! Now we can finally live in peace. We have you to thank for that. You deserve a reward. Be sure to drop by the village later. Alright? Stimmt, ich habe noch keinen neuen Portalit bekommen, ne? Aber das wird wahrscheinlich eher mit einer Arena zusammenhängen. Weil ich das ja auch in unterschiedlicher Reihenfolge jetzt gemacht habe. Na, mal gucken. Dann flauscht man nach Hause. Ah, so that is thy name. I have a boon to ask of thee. Wouldst thou entertain my request? A long time ago, my hometown was put to the torch. I alone survived, saved by none other than Barbatos, my lord and master. I owe everything to him and more. I would lay down my life for him without a second's hesitation. What I am about to ask, therefore, may surprise thee. I would have thee defeat Barbatos, defeat my very savior. Meet me in the middle echelon of the Circle of Fortitude. Okay. He wants you to defeat the monster that saved him. I wonder why. Es wäre nicht undenkbar, dass dasselbe Monster das Dorf verbrannt hat.
I'm sure we'll find out in the middle echelon. Come on, let's head back to Rose Hill. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier nichts mehr zu tun ist. Wir trotzdem kurz in diesen Schaltpult schauen. Nicht, dass hier noch irgendwo eine Truhe versteckt ist. Wie sonst mit einer Hosenbühle? Geht es jetzt wirklich bald mal ins Mittlere? Ich dachte, wir wären schon im Mittleren, aber das war ja offensichtlich nicht der Fall. Okay, dann können wir eigentlich Flucht wirken, ne? Ach, Flucht. Ich habe hier kein Fluchtwirken. Das ist mir schon mal passiert. Wow. Nee, dann laufen wir eben kurz zum Teleporter. Dafür ist. Wo wir können einfach raus teleportieren, oder? Geht das nicht? Ja, also mehr oder weniger können wir das doch. Wir gehen erstmal ins Jätigendorf. Weil es hieß, ich kriege noch eine Belohnung. Und da sage ich jetzt nicht Nein zu. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich unbedingt haben möchte. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich in diesem Spiel bisher alles habe. Außer sie geben mir eine Möglichkeit, das wird es nicht sein, aber sie geben mir eine Möglichkeit, nachvollziehen zu können, welche Monsterchen der Bank habe und welche nicht. Das ist das einzige kleine Mini-Furzelchen, was mich ein bisschen stört. Wenn ich das erkennen könnte, das wäre so praktisch. So, dann rede ich aber mit dir, oder? Wenn, dann bist du doch derjenige. Thank you so much. Oh, Rin. Du bist Fischer hier, um deine Belohnung abzuholen. Aber bitte fair. 4 Wachstumssamen. Weil du einer unfairer jungen Schneesträucher hat gefragt, darf er das Dorf verlassen und sich dir anschließen will. 1000 thank yous. Er heißt Flocky. Versprich mir aber, dass du gut auf ihn achtgeben wirft. Okay, wo ist Flocky? Gratis Monster, sage ich nie. Nein, so ist es der Kleine, der seine Eltern verloren hat. Der saß immer hier eigentlich, deswegen bin ich mir nicht sicher, wo er jetzt ist. Wir glauben daran, dass der Gott, der vorne vom Himmel über uns wacht. Das haben wir schon mal gelesen. Wo ist Flocky? Willkommen in Jettingen, in der Heimat der Schiersträuche. Oh, wenn das Aff nicht Irene ist, der Retter und Riff-Dorfhef. Schön, dich wieder zu pfeifen. Ja, das ist ja ganz, ganz toll, aber wo ist Flocky? Ich interessiere mich nur für Flocky. Hey, du flief stark aus. Ah ja, du bist der Diffusionstyp. Ja, nee. Das habe ich auch noch ja gesagt, noch döber. Lalala, das will ich doch gar nicht. Nein. Ich möchte Flocky finden. Der ist nicht mehr im Dorf, oder wie? Wo ist denn der jetzt, der Flocky Flock? Ist der schon automatisch in meinem Team, oder? Oder wie, oder was? Ich weiß es nicht. Läuft der irgendwo draußen rum? Ich guck mal kurz auf die Map, ob ich da irgendwas sehen kann. Ist der schon zum Turm gelaufen? Ich habe keine Ahnung. Also ein gratis Monster möchte ich eigentlich nicht nein sagen. Ganz und gar nicht. Aber hier erkenne ich nichts, was darauf hinweisen würde. Ach, die hier gibt's ja auch mal wieder. Wow. Wie bei einem ersten Gebiet. Ja, was rekrutieren mache ich dann zwischen den Folgen. Das ist ja eher abfarmen und nicht mehr als das. Ich werde jetzt mal zum Turm von Rosenbühl reisen. Und auch kurz vor die Tür gehen und gucken, ob er davor steht. Wenn ich ihn da nicht sehe, dann keine Ahnung, ob er dann bereits automatisch in meiner Koppel gelandet ist oder so. Der kleine Flocky Flock. Ganz kurz gucken. Nicht, dass er hier vorsteht und ich einfach wegreise. Hätte ich ihn eh irgendwann gesehen, aber... Wir gucken jetzt schon mal nach. Nö. Dann weiß ich auch nicht. So. Wir sollen zurück nach Rosenbühl, hieß es. Was das auch mal heißen soll. Ich meine, da muss ich nicht den Turm und Rosenbühl, sondern richtig nach Rosenbühl zurückreisen. Das verstehe ich natürlich schon. Aber es gab Dinge, die ich tun wollte, ne? Und die erste Sache davon, die ich jetzt gerne machen würde, ist nach Elfay zu gehen und zu gucken, wie es mit der Fusion aussieht, die wir da machen können. Zoom! Ich meine, ich habe so einen Kaktus-Kugel-Typ. Wenn ich den nicht irgendwie wegfusioniert habe, was ich nicht glaube, dass ich das getan habe, das wäre nämlich ziemlich doof gewesen, weil ich mich gefreut habe, den gesehen zu haben und gemacht zu haben, eben für diese Option hier, dann müsste ich den noch haben. Ich habe den Sternstein, weil ich mittlerweile wegfusioniert, den ersten, den wir bekommen haben, auf diesem Wege. Da habe ich auch nichts allzu Tolles draus gemacht.
Aber ich habe schon so viele Schleimmonster und Schleimmonster ergeben ganz oft andere Schleimarten. Deswegen wollte ich erstmal loswerden und viel irgendwas anderes Sinnvolleres. So, und du hast aber einen Plan mit meinem Kaktus, ja? Du hast diesen komischen Schinschnabelvogel, genau. Habe ich jetzt den Kaktus? Ja, hier ist er. Ah ja, der Hühnerpicker. Hühnenpicker, nicht Hühnerpicker. Okay, den machen wir einfach mal, weil den kenne ich noch nicht. Und das ist immer ein Rang-E-Monster. Da spricht nichts dagegen, den wenigstens mal eben herzustellen. Und schaut mal, den habe ich nur fusioniert und nie mitgenommen. Der ist trotzdem Stufe 14 geworden. Ne? Also die leveln irgendwie mit. Wie genau, weiß ich nicht, aber sie leveln auf jeden Fall irgendwie mit. Ich habe bisher meine Punkte hier reingepackt, mache ich auch weiterhin. Beziehungsweise, ich habe da gar keine Punkte reingepackt. Ah, doch, doch, das Fusionieren natürlich, klar. Hm. Flitzer, Heilung, Flinkheit, Quick und Next Step, Sandsturm. Finde ich jetzt nicht so krass cool. Halt mal das hier. Nimm mal die feurige Klinge noch mit. Nimm mal noch die Angriffsstärkung mit. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich mit dir anfangen soll. Ich will dich einfach nur haben. Weil ich weiß, die Kaktuskugel, gut, die musste ich auch fusionieren, aber die könnte ich nochmal fusionieren, denke ich, und den Schinnstapel wahrscheinlich auch mal irgendwann. Und wenn das was Besonderes ist, vielleicht kann man da irgendwas anderes noch herausfusionieren, was es dann wert ist. Cool aussehen tut er. Namen habe ich jetzt keinen für dich, du bist ja erstmal nur Fusionsmaterial. Du kannst erstmal in die Box. Level 1 ist er jetzt, ne? Können wir nachher mal nachgucken, dass er von sich aus levelt mit der Zeit. Gut, dann danke dafür. Danke, dass du deinen Zweifel über Bord geworfen hast. Es kommt bestimmt nicht jeden Tag vor, dass du dich mit einem Fisch daran machst, Monster zu paaren, aber es lohnt sich, ins kalte Wasser zu springen. Ja. So. Das andere, was ich machen wollte, war die Medaillen abgeben. Dafür müsste ich natürlich in die Arena. Ins Kaloseum. Und im Kaloseum würde ich zumindest eben noch gucken wollen, wie weit wir da waren in Sachen Rang. Und ihn vielleicht sogar testen. So, erste Mini-Medaillen. Das hier ist der Mini-Medaillenschalter. Du hast diese 5 Medaillen mitgebracht. Also war ich für 5 noch gar nicht hier, obwohl ich schon länger 5 habe. Gut. Gutsichten Dank. Gutsartig, das wären dann insgesamt 8 Medaillen. Das heißt, ich darf dir zum Dank für deinen Steinsatz ein Waisenelixier überkleben. Weiter so. Ein Waisenelixier, okay. Menschens Kinder, nur noch 2 Medaillen, dann kann ich dich mit einem Metallschleim beschlicken. Oh, krass. Metallschleime sind für mich aus den normalen Dragon Quest Killen Spielen bekannt als Gegner, die halt eine unfassbar hohe Abwehr haben. Aber nur sehr wenig AP. Es sind trotzdem schwer zu besiegen, weil du meistens nur einen Schadenspunkt machst. Bloß der Punkt ist, du versuchst sie halt zu töten, weil die super viel Erfahrung und Geld bringen. Das wäre natürlich ein interessantes Monster. Hat bestimmt auch ein paar interessante Fusionsoptionen. Do you want to enter? Die wäre auch schon D dran. Ja, dann würde ich hier auf den Sack bekommen. Bei dem anderen waren auch D. Das heißt, ich glaube, die Menschenarena schaffe ich eher als diese hier. Gut, dann weiß ich das auch. Okay. Jetzt die Frage. Wollen wir es nochmal versuchen, die Menschenarena zu schaffen? Ich würde es gerne nochmal versuchen, weil mittlerweile haben wir schon stärkere Monster. Was wäre denn meine perfekte Gruppe? Ich glaube, meine perfekte Gruppe wäre wahrscheinlich momentan das. Mri macht sehr guten Schaden. Niki ist Wahnsinn im Damage. Er macht auch guten Schaden. Wobei, ich glaube, ich würde lieber Kayona reinnehmen, aktuell, wegen den O-Dämonen. Ich muss ja hier ein bisschen. Hier muss ich ja nicht an Bossfights denken. Hier muss ich daran denken, dass die Gruppe der Gegner auch Schaden nimmt. Und sie hat einen sehr guten O-Dämon-Angriff. Strudel ist noch zu niedrig vom Level her mit 14, das kannst du knicken. Ich glaube, mit denen würde ich es versuchen wollen. Ja, weil Miri noch ein bisschen mehr Abwehr als Aisha. Aisha ist mittlerweile schon stärker, aber Miri hat immer noch ein bisschen mehr Abwehr. Das
Das ist ein bisschen wahrscheinlich letzter Kampf als Stier, weil ich muss echt mal eine Option für sie finden, die sich lohnt. Ja, ganz ehrlich. Was versuchen wir? Oh, ich kann nicht einfach hierher reisen. Dann versuchen wir das nicht. Offensichtlich wird ein Story-Event passieren, wenn wir auf dem Wege Rosenwühl zurückreisen. Nun gut. Wenn dem so ist, dann würde ich die Folge, glaube ich, beenden. Das macht mehr Sinn. Wir machen gleich die Folge zu Ende, aber wir machen noch eine Kleinigkeit. Ich schaue nochmal eben, ob das ein neuer Monster ist, ob wir irgendwas an der Fusion machen können. Ich glaube zwar nicht, aber wir gucken nochmal zusammen und dann würde ich die Folge schon mal beenden. Dass wir am nächsten Mal dann zurückkehren, weil anscheinend irgendein Story-Event passiert. Weil ich gerade nicht so einfach zurück darf. Das hat bestimmt einen guten Grund. Dann werden wir diese Challenge erstmal nächstes Mal versuchen und nicht dieses Mal. Aber wir gucken nochmal kurz wegen Synthese. Ich würde jetzt, wie gesagt, immer noch FG und F sowieso ausschließen, das ist, denke ich mal, klar. Dann gucken wir mal gerne mal alle Optionen an, die wir haben. Da ist jetzt nicht Dunkelkönigsschleim. Wow, was es alles gibt. Nein, falsche Taste. Wow. Nun ja. Da möchte ich immer einige meiner größeren für aufgeben oder was ich gar nicht machen will. Aber interessant ist es trotzdem. Axtrosaurus auch hier. Ne? Wenn das, glaube ich, nicht golden ist, dann brauche ich dafür auch immer ein Monster, was D ist. Was in diesem Fall nicht gut ist für mich. Weil ich will diese Monster nicht fusionieren. Böguin. Ja, der Ausnahmefall ist R, ne? Weil E und F, ja, deswegen. Es ist schon so. Das bilde ich mir nicht nur ein. Also wirklich wertvoll sind nur die goldenen, weil das ein Rang-Up ist. Alles andere ist keine Ranghose, sondern nur eine Fusion auf ähnlichem Rang wie bereits vorhanden. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, ich möchte Miri nicht fusionieren. Wenn das nicht ein Ergebnis ist, was ihnen auch einen Rang abgibt. Und das ist momentan nicht der Fall. Und die Optionen, die ich habe, sind nicht so geil. Der Waldwivan ist ganz cool, vom Design her. Aber der ist jetzt nicht so eine überzeugende Steigerung von dem, was sie bisher ist. Absolut nicht. Nee. Das wird noch dauern, bis da was Neues kommt. Aber ich muss, wie gesagt, erstmal wieder ganz viele alte Monster, denke ich mal, wieder zusammensammeln. Come again. Dass ich da mehr Optionen habe. Aber es muss ja auch nicht überall werden. Wir haben ja eine gute Truppe, die gerade gut funktioniert. Und ich danke euch fürs Zusehen. Beim nächsten Mal werden wir dann gucken, was in Rosenwühl passiert, dass ich da gerade nicht einfach so hinreisen kann. Und dann hoffentlich noch ein bisschen Zeit finden, ob der Ereignisse nochmal in die Arena zu steigen. Weil ich glaube, mittlerweile könnten wir das vielleicht schaffen. Naja, bis dann. Bye, bye.